Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, Frau Dagtelen, ich habe mir lange überlegt, ob ich auf Ihre Rede überhaupt reagieren soll, weil ich nicht wusste, ob ich lachen oder weinen sollte. Wenn ich es gut mit Ihnen meine, sage ich Ihnen, Sie können, wenn Sie es gut mit Ihnen meine, sage ich Ihnen, Sie können ganz schön Spaß machen. Wenn ich es aber Ihnen in Wahrheit sage, dann sage ich Ihnen, ich habe selten eine Rede gehört, die in ihren inhaltlichen Bestandteilen so menschenverachtend die Lebenssituation der Menschen betrachtet, wie Sie es tun. Wie können Sie sagen, die Menschen, die Wohnsitzauflage und alle anderen Dinge dürfte man nicht machen? Wissen Sie, was das für meine Region im Münsterland und im Kreis Coesfeld bedeutet? Da ist ländliches Gebiet, wir suchen händeringend Arbeitskräfte. Lassen Sie die Flüchtlinge alleine, gehen Sie zu ihnen in den Duisburger Norden und damit in die Arbeitslosigkeit, während Sie bei uns Arbeit finden. Wenn wir dies nicht regeln, haben die keine Perspektive. Wie können Sie sagen, hier würden wir Lohndumping betreiben? Wissen Sie denn überhaupt nicht, unter welchen Bedingungen Unternehmen arbeiten müssen, um die Menschen zu integrieren? Mit großer Bereitwilligkeit tun Sie dies. Aber dazu brauchen Sie auch die Rahmenbedingungen. Wollen Sie eigentlich, dass die in Beschäftigung kommen, oder wollen Sie aufgrund Ihrer hohen und hehren Ziele, dass sie arbeitslos bleiben? Wir wollen, dass sie in Beschäftigung kommen. Frau Kollegin Pothmer, ein Satz zu Ihnen. Wir stehen nicht auf der Bremse, sondern wir stellen uns mit diesem Gesetz einer Entwicklung, die uns neu herausgefordert hat. Wir leben in einer Situation, wo wir uns zunächst einmal auf die Herausforderungen einstellen müssen. Seit 2014, das ist richtig, kommen in zunehmender Zahl Flüchtlinge zu uns. Aber die eigentliche große Zahl hat sich seit etwa 12 Monaten entwickelt. Und in dieser Situation mussten die deutschen Behörden, mussten die deutschen Institutionen, mussten die Kommunen, mussten alle, die dafür Verantwortung tragen, sich ja zunächst einmal darauf einstellen. Ich verstehe überhaupt nicht, warum Sie von einer Regierung erwarten, die vor diesen völlig neuen Herausforderungen gestellt wird, dass sie über Nacht alle Probleme lösen. Das haben Sie nicht geschafft, das schafft Ihr Herr Weil nicht und das schaffen andere auch nicht. Und deswegen sage ich Ihnen, das vorgelegte Integrationsgesetz und in seinen Bestandteilen der Arbeitsmarktpolitik ist eine vernünftige Herangehensweise, denn hier wird zunächst einmal das getan, was wir auf dem Hintergrund unseres allgemeinen Erkenntnisstandes heute tun können. Und kein Mensch in der Koalition will sagen, danach passiert nichts weiteres mehr. Sondern wenn die Entwicklung eine andere ist und wir müssen darauf reagieren, werden wir auch darauf reagieren. Das ist so sicher wie nur etwas. Meine Damen und Herren, Deutschland ist ein weltoffenes Land. Viele Menschen aus fast allen Ländern der Welt sind zu uns gekommen. Sie leben, arbeiten und wohnen hier und tragen zum Wohlstand bei. 12% aller Mitglieder der deutschen Rentenversicherung haben einen ausländischen Pass. Sie tragen dazu bei, dass der Wohlstand erhalten bleibt. Das ist uns allen sehr, sehr wohl bewusst. Und deswegen integrieren wir die Menschen. Wir sagen, sie sollen hier eine Heimat finden. Sie sollen zu uns kommen können. Zuwanderung ist ein Gewinn, wenn Integration denn gelingt. Meine Damen und Herren, in der Vergangenheit wurde dieses nicht immer beachtet. Parallelgesellschaften sind da entstanden. Der Innenminister hat ausdrücklich und präzise darauf hingewiesen. Das darf sich nicht wiederholen. Und der guten Ordnung halber will ich an dieser Stelle an alle im Hohen Haus sagen, Angela Merkel war die erste Kanzlerin, die 2005 eine Integrationsministerin berufen hat, mit Maria Böhmer. Und Jürgen Röttgers war in Nordrhein-Westfalen der erste Ministerpräsident, der einen Integrationsminister berufen hat. Diese Fragen der Notwendigkeit der Integration sind für uns nichts Neues, da brauchen wir auch keine Nachhilfe, sondern da sind wir dabei, unsere Aufgaben zu erfüllen. Meine Damen und Herren, und ich will einen ordentlichen Satz noch einmal sagen, an dieser Stelle mit einem riesigen Dank an die unglaublich vielen Menschen, die sich ehrenamtlich in den Flüchtlingsinitiativen engagieren. Ohne diese Menschen hätten wir viele Aufgaben nicht lösen können. Und diese vielen, vielen Ehrenamtlichen sind heute noch notwendig. Sie begleiten viele Flüchtlinge. Sie helfen ihnen auf dem Weg, wenn es um Arbeitsfragen geht. Sie engagieren sich für sie, damit sie Wohnung finden, in der Begleitung der Kinder. Ihnen gehört ein riesiges Dankeschön für das, was Sie für unser Land und in unserem Land heute leisten.
Und an der Stelle wird sehr deutlich, das ist eine gesellschaftliche Aufgabe, wie wir die Menschen in unserem Land integrieren. Und zur wichtigen Aufgabe gehört in der Tat die Integration in den Arbeitsmarkt. Bildung, Sprache, Schule, Ausbildung gehören zusammen. Und ich will Ihnen sehr deutlich sagen, Schulfragen sind Ländersachen. Wir wollen uns aber sicherlich als Bund nicht verschließen, wenn neue Ideen kommen, wie man das machen kann. Aber ich bin nicht bereit, alle Zuständigkeiten nur dem Bund zuzuweisen. Kommunen, Länder und der Bund müssen zusammenwirken. Und lassen Sie mich dies an dieser Stelle der Vollständigkeit halber sagen, auch Europa. Und deswegen haben wir in dieser Frage eine gemeinsame Aufgabe. Und was wir nicht gebrauchen können, ist Kästchendenken, Schubladendenken, Abschottungsdenken. Wer glaubt, der könnte die Decke über den Ohren zusammenziehen und sich darunter reinkuscheln und glaubt, das sei das Deutschland der Zukunft, der hat sich vertan. Wir liefern Produkte in aller Welt, wir haben Internet, Intranet, wir haben die gesamte Kommunikationsbreite. Ja, glauben wir denn im Ernst, wir könnten hier uns zurückziehen und so zu tun, wir können unsere heile Welt unter der schützenden Bettdecke aufbauen. Wir sind ein offenes, ein weltoffenes Land, die Menschen sollen zu uns kommen, aber Sie müssen wissen, unter welchen Bedingungen und welche Erwartungen. Wir erwarten, meine Damen und Herren, dass Sie sich integrieren. Wir erwarten, meine Damen und Herren, dass Sie sich integrieren. Das tun die. Ganz viele wollen das auch. Da ist zu Recht darauf hingewiesen worden. Aber wenn wir sagen, wir wollen die Menschen fordern bzw. fördern, und das steht an erster Stelle, die Förderung steht an erster Stelle, dass wir den Menschen helfen mit unseren arbeitsmarktpolitischen Möglichkeiten, die wir ihnen eröffnen, mit dem breiten Instrumentarium, was jetzt im Gesetz steht und was gewiss später noch einmal erweitert wird. Frau Nahles hat vorhin zu Recht auf die 100.000 Arbeitsgelegenheiten verwiesen. Ich will nur eben an der Stelle vollständigkeitshalber sagen, wie die da reingekommen sind. Das sind Arbeitsgelegenheiten, die normalerweise nach dem Asylgesetz von den Kommunen gemacht werden müssen. Die Kommunen haben aber kein Geld mehr. Und deswegen machen wir hilfsweise das über den Bund. Und es wird hilfsweise nach den derzeitigen Plänen von der Bundesagentur für Arbeit abgewickelt. Ich erwarte aber, dass die Kommunen die Entscheidung haben, wo die Mittel eingesetzt werden und wen sie dort einsetzen und nicht die Bundesagentur für Arbeit. Sie wird der Sache zu administrieren haben. Und sollte es da noch Unklarheiten im Gesetz geben, ist das ein Punkt, den wir nachfüttern müssen. Ich bin mir da in der Frage nicht ganz sicher, aber das ist keine Grundsatzfrage, sondern ist eine Abwicklungsfrage, wie wir an diese Dinge herangehen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, Integration, gezielte Integration in unserem Land ist eine wichtige Aufgabe. Ich will auch deutlich sagen, dass wir, was die Arbeitsmarktpolitik angeht, auch noch lernen können. Ich habe bei mir in meiner Region, im Kreis Coesfeld, mit dem Kreis, mit den Berufsschulen, mit der Kreishandwerkerschaft ein sehr innovatives Projekt, wo es darum geht, Jugendlichen Deutsch und Arbeit beizubringen, sie zu vermitteln. Mehr als erfolgreich, 80% sind über diesen Weg mittlerweile in den Betrieben untergekommen. Ich glaube, dass es gut ist, wenn wir solche Initiativen auch betrachten, aufgreifen, schauen, wie können wir sie in Instrumente nützlich machen, umsetzen und auch anderen wieder verfügbar machen. Meine Damen und Herr, ich halte es für geboten, dass wir auch das tun, was wir als Deutsche können, nämlich nicht nur zu erwarten, dass die Menschen sich in unser Land integrieren, sondern auch unsere eigene Kultur leben und für unsere eigene Kultur werben. Integration in unsere Gesellschaft heißt auch ganz schlicht und einfach nicht nur das Erlernen der deutschen Sprache, sondern das heißt auch das Erleben von Heimat, heißt auch das Erleben von Bräuchen, von Festen, von Feiern. Heißt auch, dass sie erfahren, dass es Geborgenheit in Familien gibt. Viele von ihnen kommen aus geschützten familiären Strukturen. Wir müssen ihnen das hier bei uns bieten, entweder über Familien oder über Verbände oder über Gemeinschaften, die ihnen dieses anbieten. Sie müssen lernen, dass zu unserer Kultur gehört, sich anzustrengen, Bildung zu erlernen und in die Erwerbsarbeit zu gehen. Ich bin ganz sicher, dass die allermeisten von Ihnen das wollen. Und wenn Sie sagen, Frau Pothmann, das ist ja ganz furchtbar, wenn ihr davon Sanktionen redet, am Mittelpunkt stehen nicht die Sanktionen. Die Sanktionen sind das letzte Mittel, die der Staat hat, um sich selbst zu schützen. Die Sanktionen stehen dafür, dass wir den Menschen Orientierung geben und dass wir ihnen über diese Art und Weise sagen, was wir erwarten. Aber die allermeisten brauchen die nicht. Letztlich, meine Damen und Herren, geht es um unsere gemeinsame Zukunft in unserem Land. Und mit diesem Integrationsgesetz schaffen wir den Rahmen dazu. Herzlichen Dank. Ich erteile das Wort nun der Kollegin Kerstin Griese für die SPD.